So, heute geht es nicht um den hier, 9 und 6, nicht um Boxster, nicht nochmal um 9 und 6, sondern heute gibt es ein Video, wo wir alle drauf gewartet haben, um den 997. Und los geht's. So, der 997, das ist ganz grob gesagt der Nachfolger von dem Porsche 996. Und der Nachfolger von dem 997 wäre dann der 991. Der 997 wurde gebaut von 2004 bis ungefähr Mitte 2012. Und irgendwann mal Mitte 2008 gab es dann das Facelift. So, jetzt starten wir das Auto mal. Man sieht hier gleich innen drin einen krassen Unterschied zum Vorgänger 996, viel moderner geworden. Und natürlich auch viel sportlicher und dynamischer. So, wir haben hier als Anschauungsmaterial in unserer Kundschaft jetzt gerade hier dastehen 997 MK1, sprich erste Generation. Manche sagen dazu auch Vor-Facelift und Facelift. Ich bezeichne es als MK1. Motorentechnisch ist es bei dem 997 so gewesen, dass in der ersten Generation, sprich MK1, kaum nennenswerte Änderungen gab zum 996 Facelift, sprich MK2. Die Motoren sind fast identisch. Ja. Zum MK2, zum Facelift vom 997, gab es dann motortechnisch Änderungen. Zum Beispiel dieser Motor wurde dann ein DFI, das bedeutet, es ist ein Direkteinspritzer geworden. Viele Leute sagen, der DFI wäre ein bisschen spritziger vom Fahrverhalten her, soundtechnisch etwas kerniger, genauso wie, dass der Verbrauch deutlich reduziert wurde. Ich kann das so ähnlich bestätigen. Ich finde das auch. Am Schluss ist es dann trotzdem wie immer eine Geschmackssache. Was ich ein bisschen schade fand, bei dem MK2 997 wurde zum größten Teil der legendäre Hans-Metzger-Motor abgeschafft. Sprich, der Turbo war einen anderen Motorenblock statt den Metzger-Motor. Karosserietechnisch wurde der 997 auch deutlich überarbeitet zum Vorgängermodell. Wohl die krasseste Änderung sind die Scheinwerfer. Endlich hat der 911 wieder das typische Porsche-Gesicht bekommen. Keine Spiegeleinscheinwerfer, sondern 911er-Scheinwerfer. Generell wurde alles ein bisschen moderner gehalten. Im 4S wurde der Arsch wieder deutlich breiter. Die Rückleuchten wurden deutlich schöner. Und auch im Innenraum natürlich deutlich moderner. Das Lenkrad wurde moderner. Die Sitze, die Lederqualität hat sich deutlich verbessert. Und dementsprechend bezeichnen viele Leute den 997 erst wieder als richtigen 911er. Beim Facelift, sprich beim MK2 997, gab es auch erstmals bei Porsche die LED-Rückleuchten im 911er. Und bei den 4S-Modellen bzw. bei den Allradmodellen wie C4 gab es dann zum Facelift das erste Mal wieder im Prinzip das Lichtband, wo es dann im 996 auch gab. Weil im Vor-Facelift Allradmodelle gab es kein Lichtband. Das Lichtband mir gefällt es persönlich sehr gut. Es gibt aber auch viele Leute, denen gefällt es gar nicht. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, worauf wahrscheinlich alle scharf sind. Die bekannten Probleme von den Modellen. Ich sage das alles aus eigener Erfahrung. Wir haben sehr viele Porsche in der Kundschaft. Dementsprechend denke ich, ich kann darüber urteilen. Zu den allgemeinen Problemen, vor allem bei dem MK1-Modell. Das erste Problem, das mir einfällt, ist eher ein Geräuschproblem. Es ist so, dass bei vielen Modellen die Kupplung quietscht, wenn man sie betätigt. Bei ganz vielen Modellen wurde das damals schon auf Kulanz getauscht von Porsche. Allerdings gibt es natürlich garantiert noch Modelle, wo noch die erste Kupplung verbaut haben, wo das noch vorkommen kann. Hierzu sollte man einfach mal die Kupplung betätigen, wenn der Motor aus ist. Und dann kann man deutlich hören von hinten, ob die Kupplung quietscht. Falls das so sein sollte, es ist erstmal nicht schlimm. Ja. Es sieht natürlich und hört sich natürlich total komisch an. Ja. Kostenmäßig muss man ab 1.300 Euro rechnen, um das zu beseitigen. Ist allerdings natürlich so, wenn ich es in einem Porsche-Zentrum in München mache, deutlich teurer, als es zum Beispiel bei uns ist. Ein weiteres Problem, motorentechnisch, ist vor allem beim MK1, vereinzelt auch MK2, allerdings habe ich es eher vom MK1 in Erinnerung, ist das, dass die Modelle teilweise Kolbenkipper bekommen. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass die Kolben im Detail in der Zylinderlaufbahn das Kippen anfängt. Ja? Damit wäscht es die Zylinderbahn aus, die Laufbahn.
Dadurch hat man die Problematik, dass viel mehr Öl in die Verbrennung gelangt, ja, und damit verbraucht das Auto natürlich erhöht Ölverbrauch. Ja. Wenn das so sein sollte, dann ist das relativ teuer, da man die Motoren ausbauen muss, komplett revidieren muss, was sich bei manchen Modellen einfach preistechnisch nicht lohnt. Es ist allerdings so, dass man das, wenn man gut ist, davor schon beurteilen kann, ob das die Modelle haben. Dafür sollte man quasi die Zündkerzen rausschrauben, alle 6 Stück, und sollte die Zylinderlaufbahn endoskopieren. Wenn man die endoskopiert, dann sieht man deutlich, ob Auswaschungen in den Zylinderlaufbahnen sind. Wenn diese vorhanden sind, stärker, dann sollte man Abstand von diesem Gebrauchtwagen nehmen. So, motorentechnisch gab es bei den Vorfacelift-Modellen, sprich MK1, noch Probleme mit dem Kurbelwellenzimmerring oder dem Lagerdeckel von der Zwischenwelle. Allerdings deutlich weniger geworden zu den 996-Modellen Vorfacelift. Wenn das vorkommen sollte, kann man so beurteilen, indem man mal unter das Getriebe liegt, beziehungsweise unter den Motor. Und zwischen Motor und Getriebe, wenn dort Öltropfen hängen, ja, dann ist es eben zurückzuführen, entweder auf den Kurbelwellenzimmerring oder auf den Lagerdeckel von der Zwischenwelle. Im Schnitt wird sowas um die 2000 Euro kosten, 1800, je nachdem, wo man es macht. Ja. Allerdings wirklich deutlich weniger geworden. Bei den 996-Modellen haben wir das ganz oft getauscht, bei den 997 mittlerweile wirklich abzählbar. Ja. Aber man sollte es noch nachschauen. Bei den MK2 997 ist dieses Problem eigentlich schon fast beseitigt. Also ich kenne ganz wenige 997 Facelift bzw. MK2, wo die Probleme noch haben mit der Zwischenwelle oder eben mit diesem Kurbelwellenzimmerring. Allerdings, sage ich mal, der Aufwand, da nachzuschauen, ist relativ gering. Deswegen sollte man es eigentlich auch bei jedem Modell von 997 machen. MK1 und MK2 997, noch ein Problem, motorentechnisch. Und zwar beide Probleme hängen zusammen mit der VarioCam Plus. Das ist quasi eine Ventilhubverstellung und eine Nockenwellensteuerzeitenveränderung. Dort gibt es Magnetventile, die sitzen außen am Zylinderkopf. Und diese Magnetventile, die gehen öfters kaputt. Dann hat das Fahrzeug Fehlzündungen. Es ist allerdings nicht immer ganz einfach, das zu beurteilen, ob das jetzt diese Magnetventile sind oder doch ein anderes Problem. Aber wenn das Fahrzeug Fehlzündungen hat, ja, dann vermuten viele, dass das die Zündkerzen oder Zündspulen sind. Ja. Das könnte aber durchaus diese Magnetventile sein. Preislich liegt man da bei den Magnetventilen, wenn man alle 4 Stück macht, im Schnitt irgendwo bei 1200, 1300 Euro. Allerdings, wie gesagt, das kommt immer absolut darauf an, wo man das macht. Wo wir auch gleich zu den nächsten Problemen kommen, das sind eben diese Zündspulen. Die reißen sehr gerne bei den Modellen, egal ob es MK1 oder MK2 ist. Das kommt meistens aber daher, dass die bei dem Service unsachgemäß festgezogen werden, sprich mit einer extrem erhöhten Drehmomentanzahl oder Einheit. Damit ist eine zu hohe Belastung auf diesem Gehäuse von dieser Zündspule, was dann bei dieser ständigen Hitze und Kälte irgendwann mal zu Rissen führt in diesem Gehäuse von der Zündspule. Da läuft dann Wasser rein, das oxidiert und irgendwann gibt es Fehlzündungen. Ja. Wie gesagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn es kann durchaus auch an den Variocom-Ventilen liegen oder an einem anderen Problem. Auf jeden Fall sollte man bei den Fahrzeugen einen Kaltstart durchführen, sprich wenn das Fahrzeug über Nacht gestanden ist, sollte man das Fahrzeug starten. Dann kommt als erstes mal höchstwahrscheinlich der bekannte Boxerfurz bei den Fahrzeugen. Das ist, wenn eine blaue Rauchbildung aus den Endrohren kommt. Das hat damit zu tun, dass die Zylinderlaufbahnen auf der Abtropfwanne von der Trockensumpfschmierung ungefähr auf gleiche Höhe liegt. Muss ich das so vorstellen, dass auf längere Zeit dieses Öl eben diese Wanderung unternimmt in die Zylinderlaufbahnen und dadurch wird quasi beim Kaltstart dieses Öl, das ganz leicht in diese Zylinderlaufbahn gerannt ist, verbrannt und deswegen ist es blau. Da muss man dann allerdings auch darauf achten, wie stark dieser Blaurauch ist. Ein gewisser Blaurauch ist einfach ganz normal. Wenn es einem komisch vorkommt, also zu stark, dann kann das durchaus auch am Ölabscheider von der Kurbelwelle liegen. Den zu wechseln ist
relativ aufwendig. Man muss entweder die Ansaugspinne, die Ansaugbrücke runternehmen oder getriebeseitig das Getriebe ausbauen und von dort aus das Ganze wechseln. Ein Problem von den Fahrzeugen, das ist eigentlich fast von jedem 911, der wassergekühlt ist, sprich sind die Wasserkühler. Und zwar liegen die so tief, ja, dass Steinschläge vom Vorderfahrer auf die Wasserkühler auftreffen bzw. auf die Klimakondensatoren. Dann wird entweder der Wasserkühler undicht oder die Kühlleistung stimmt nicht mehr bzw. die Klimaanlage funktioniert natürlich irgendwann mal nicht mehr, weil das ganze Klimagas verdunstet wird. Das kann man am besten feststellen, wenn man zur Besichtigung einfach eine gute Taschenlampe mitnimmt, hier reinleuchtet und sich generell mal den ganzen Zustand von diesem Wasserkühler anschaut. Ja, ist er wirklich stark kaputt? Wie gut ist er kaputt? Genauso sollte man darauf achten, ganz viel Laub sammelt sich hier in den Einlassgittern vor dem Kühler. Das sollte man immer regelmäßig entfernen. Das ist immer ein ganz guter Hinweis darauf, wie gut die Autos gepflegt wurden. Denn laut Porsche muss man das machen, ja? Aber viele machen es eben nicht, weil der Aufwand relativ groß ist, da man da reinlangen muss und den ganzen Scheiß rausmachen muss. Wenn dieses ganze modrige Laub da drin ist, ja, dann fängt dieser Wasserkühler auch an zu oxidieren und geht natürlich kaputt. Deswegen ist es immer ein guter Hinweis zu gucken, wie viel Dreck befindet sich in diesen Einlasskanälen. Ist immer ein guter Hinweis darauf, wie der Pflegezustand von dem Fahrzeug ist. Die Turbomodelle, die haben zum Beispiel hier noch einen dritten Wasserkühler in der Mitte. Da gilt dann im Prinzip genau das Gleiche. Ebenso bei den Allradmodellen ist ein großes Problem, beziehungsweise eigentlich ist es kein großes Problem, aber es ist eben ein Problem, sind die Stützlager von den Stoßdämpferaufnahmen oben. Und zwar, die fangen das Reisen an. Ja? Und wenn die das Reisen anfangen, dann muss man komplett einen Stoßdämpfer rausmachen und eben diese Stützlager ersetzen. Und je nach Kilometerlaufleistung sollte man sich dann auch überlegen, ob man das Fahrwerk tendenziell erneuert. Das heißt, da auf jeden Fall reinleuchten, einlenken und nach den Stützlagern schauen. Ja? Eine allgemeine Durchsicht natürlich beurteilen, wie ist der Verschleißgrad von den Bremsscheiben, braucht eventuell neue Bremsen. Bei Fahrzeugen mit Zentralverschluss, ja, gibt es 911 GTS oder sonst irgendwelche, ist es wirklich ein Punkt, da sollte man darauf achten, weil bei den Fahrzeugen mit Zentralverschluss wird es ganz teuer, diese Bremsscheiben. Ja, einfach nur, weil allein diese Aufnehmer von den Felgen kostet einen Satz, glaube ich, 200 Euro. Das heißt, für vorne und hinten ist man allein nur für diese Aufnehmer knapp 400-500 Euro los. Plus die Bremsscheiben, Brustbeläge, ist wirklich schweineteuer für Bremsscheiben. Das heißt, bei Zentralverschlüssen definitiv auf die Bremsen achten und drauf schauen, was kostet mich die Bremse. Jetzt gibt es noch speziell was zu sagen zu den Turbo-Modellen, sprich 911 Turbo und 911 Turbo S. Beim 997, wir haben jetzt leider keinen da, deswegen muss ich das eben so erklären. Es ist so, bei den 911 Turbos, die haben VTG-Lader, sprich das sind Lader mit einer verstellbaren Einheit. Und wenn die Fahrzeuge nicht bewegt werden und lange stehen, dann gammelt diese Verstellung ein. Ja. Wenn diese Verstellung festgammelt, dann haben die Autos überhaupt keine Leistung mehr. Ja. Das kann sehr teuer werden. Das kann im schlimmsten Fall eben bedeuten, dass die Turbolader ausgebaut werden müssen und revidiert werden oder sogar neue. Also ich glaube, neue Turbolader, zwei Stück, kriegt man für 5.000 bis 6.000 Euro plus Einbau. Also das geht wirklich, wirklich ins Geld. Das kann man beurteilen, indem man sich unter das Fahrzeug legt und dieses Gestänge von dem Turbolader einfach mit der Hand bewegt. Ja. Ein weiterer Hinweis wäre noch, wenn man das DME ausliest, sprich das Motorsteuergerät, oftmals sind dort auch ein Fehler hinterlegt wie VTG-Steuerung schwergängig. Also da sollte man auf jeden Fall drauf achten bei den Turbomodellen. Noch dazu zu sagen ist, dass bei dem Facelift MK2 997 Turbo kein Metzger-Motor mehr verbaut ist. Ja. Viele finden das schlecht, die anderen finden das gut. Eine ganz große Community schwört auf den MK1 Turbo, weil eben noch dieser Metzger verbaut ist. Da streiten sich ganz viele, was besser oder was schlechter ist. Ich muss von meiner Meinung aus sagen, ich kann es nicht richtig beurteilen. Wir haben zwar Turbos in der Kundschaft, aber ich höre von beiden Modellen relativ wenig Probleme. Na? Dementsprechend denke ich, dass beide Modelle gut sind. Ebenso gibt es was zu sagen zu den GT3-Modellen vom 997, beziehungsweise generell.
Man sollte bei den Fahrzeugen sehr darauf achten, dass das normalerweise keine Rundstreckenautos sind, sprich, dass die auf der Rennstrecke benutzt wurden. Allerdings habe ich die Erfahrung mittlerweile gemacht, dass es kaum GT3-Modelle gibt, die nicht auf der Rennstrecke bewegt wurden. Ja? Viele im Porsche-Zentrum zum Beispiel müssen das auch hinterlegen, ob das Rennstreckenautos waren, also da auf jeden Fall nachfragen. Die Problematik bei den GT3s ist das, dass die mit maximalem Ölstand, also viele wurden mit maximalem Ölstand auf der Rennstrecke gefahren, ja, was man bei den Autos nicht sollte. Wenn man den auf maximalen Ölstand fährt, dann gelangt zu viel Öl in den Ölabscheider, was dann quasi den Ölabscheider einfach überfordert und der Ölabscheider gibt das Ganze wieder in den Ansaugbereich von den Motoren ab. Das hat zur Folge, dass einfach dieser ganze Motor total verölt ist von innen. Ja. Deswegen, man muss da ein bisschen drauf achten einfach, wer hat es auf der Rennstrecke gefahren, wenn? War das jemand, der sich auskannte? War das betreut von Porsche oder sonst irgendwas? Ja, also auf jeden Fall anschauen. Am besten wäre natürlich ein GT3 ohne Strecke. Ob man das kriegt, ich glaube mittlerweile nicht, aber da sollte man drauf achten. Allgemein sollte man, wenn man so ein Fahrzeug anschaut, noch dazu sagen, es gibt die Möglichkeit, über das DME, sprich das Motorsteuergerät, Überdreher auszulesen. Ja, das sollte man machen, indem man sich, viele Leute haben sich zum Beispiel verschaltet auf der Rennstrecke und da gibt es so bestimmte Marker, das heißt Marker 1 bis 5 oder 6, ich weiß es jetzt nicht genau, und das bedeutet, wie stark dieser Motor überdreht wurde. Soweit ich es in Erinnerung hatte, ist bis bis zum Marker 2 von der Überdrehung her sogar das Ganze noch approved fähig, sprich die gute Garantie von Porsche. Ich sehe das genauso, also bis dem Marker 2 kann man Fahrzeuge kaufen, ja, von der Überdrehung her. Bei allem drüber sollten wir vorsichtig sein, weil Überdreher sehr oft zu Lagerschaden und Zwischenwelle-Schaden führt bei den Fahrzeugen. Ja. Es gibt einen 111-Punkte-Check von Porsche mittlerweile, glaube ich. Da lesen die so Dinge sogar aus, wenn man Gebrauchtwagen kaufen sollte. So, jetzt kommen wir zu dem Abschluss von diesem Video, beziehungsweise das Fazit. Was würde ich kaufen, ja, von diesem Auto? Ja. Das ist, in erster Frage ist es mal eine Geldfrage. Der Stand jetzt, Mitte 2018, ist so, dass die MK1-Modelle bei 35.000 Euro anfangen und die MK2-Modelle bei knapp 50.000 Euro. Alles deutschlandweit bis 100.000 Kilometer gesucht. Das heißt, in erster Linie muss ich mich mal fragen, wie viel Geld möchte ich ausgeben und wie viel Geld ist mir das Facelift wert. Von den Problemen ist es einfach so, im Groben und Ganzen, im Internet steht ganz viele Horrorgeschichten. Allerdings bin ich der Meinung, dass eben Horrorgeschichten, wenn ich was erlebt habe mit einem Auto, viel öfter geschrieben wird und niedergeschrieben wird, als die positiven Dinge. Ja, deswegen ist es überschaubar. Ja, wenn man ganz sicher sein möchte, dann sollte man das Facelift kaufen. Da wurden die Motorenprobleme, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich auf ein Minimum reduziert. Aber auch die MK1-Modelle kann man mit gutem Gewissen kaufen, denn die Probleme sind überschaubar, meiner Meinung nach. Falls ich eine Automatik möchte, dann würde ich persönlich ganz klar das Facelift-Modell wählen, denn in den Facelift-Modellen wurde schon das gute PDK-Getriebe von ZF verbaut. In den Vor-Facelift-Modellen ist noch ein Tiptronic verbaut. Und dieses Automatikgetriebe gehört einfach nicht in ein sportliches Auto. Auch ich als Porsche-Fan und Porsche-Kenner würde sagen, ein Tiptronic im Elfer, das ist ein No-Go. Ja. Deswegen, wenn Automatik gewollt, auf jeden Fall das Facelift mit dem PDK. Das macht auch kaum Probleme, dieses Getriebe. Die Optik ist natürlich immer Geschmackssache. Viele gefällt der MK1 besser, da er noch ein bisschen bulliger aussieht und nicht so weich gekantet mit den Rückleuchten. Allerdings ist das, glaube ich, eine absolute Geschmackssache und ich denke, das sind alles nur Feinheiten. Ja. Wenn ich Wert darauf lege, dass die Autos werterhaltend sind, beziehungsweise sogar vielleicht wertsteigernd, das weiß natürlich keiner, das ist eine Glaskugel, aber werterhalt und wertsteigernd ist auf jeden Fall Modelle, die außen schwarz sind und innen schwarz sind und ein Handschalter ist. Vor allem S-Modelle und Allradmodelle und vor allem Turbo-Modelle, Turbo S, GT3 ist auf jeden Fall werterhaltend, wenn nicht sogar wertsteigernd. Ja.
Natürlich die Sondermodelle darf man auch nicht vergessen. Es wurden etliche Sondermodelle vom 997 gebaut. Die sind natürlich auch immer relativ werterhaltend, sogar wertsteigernd. Allerdings liegt man da natürlich im Preisrahmen. Das muss man sich ruhig auch leisten wollen und auch können. Zum Abschluss mein Lieblingsmodell vom 997 oder was ich kaufen würde, wenn ich könnte, kann man auch so sagen. Das erste Modell, wo ich kaufen würde, wäre ein 997 Sports Classic. Das war so ein Sondermodell mit einem legendären Entenbürzel drauf und Fuchsfelgen. Das finde ich echt ein super sportliches Modell. Aber leider fangen die Autos jetzt aktuell, glaube ich, bei 250.000 Euro ab oder sowas. Sprich, es ist eigentlich unleistbar. Außerdem würde ich mir noch 911 GTS kaufen, MK2, da ich das eine gute Mischung finde aus extremer Sportlichkeit wie ein GT3 und eben ein normales Coupé wie ein S. Deswegen, ich würde mir ein GTS kaufen, wenn ich könnte, ein 911 Sports Classic, aber im Endeffekt ist es natürlich eben seine eigene Entscheidung. So, wir haben uns noch überlegt, dass wir die ganzen Informationen, die wir hier jetzt im Video hatten, auch niederschreiben in einer kleinen Broschüre. Die unten ist ein Link drin oder wir blenden es auch nochmal ein. Dort kann man das für einen kleinen Betrag runterladen. Mit diesem kleinen Betrag unterstützt ihr uns natürlich auch irgendwo, dass wir weiter so Videos machen. Ist natürlich alles freiwillig, was wir hier machen. Aber ja, es ist auch noch eine kleine Checkliste mit angehangen, wenn man so ein Auto als Gebrauchtwagen anschaut. Nochmal detailliert, auf was man achten soll, wo man dann abstreichen kann, dass man auch nichts vergessen hat. Ja. Und sonst wünsche ich euch ganz viel Spaß mit eurem zukünftigen 911. Dann bis zum nächsten Video.